Hallo und hereinspaziert. Ja, ihr steht jetzt hier in unserer neuen Wohnung und heute gibt es endlich mal die Roomtour. Danach habe ich die ganze Zeit so viele gefragt. Wer mir auf Instagram folgt und meine Stories regelmäßig schaut, ihr kennt schon relativ viele Ecken hier aus dieser Wohnung. Aber heute zeige ich euch dann endlich mal alles und nenne euch auch, woher so die beliebtesten Teile sind, nach denen ihr mich die ganze Zeit fragt. Ich werde nicht zu allen Teilen nennen können, woher die sind, weil einige Teile schon relativ alt sind und definitiv nicht mehr aktuell und weil ansonsten das Video eine halbe Stunde dauern würde. Aber ich bin sehr aktiv in den Kommentaren. Also wenn ihr eine Frage habt, dann lasst es mich einfach wissen oder schreibt mir einfach eine Insta-DM, ich heiße dort Xletter oder schaue ich auch regelmäßig rein. Wir befinden uns dann jetzt hier einmal im Eingangsbereich. Da ist die Tür, durch die ihr durchgekommen seid. Und hier hinter der Wand befindet sich dann einmal unsere Video-Überwachungskamera und all der ganze Security-Stuff. Und das hier ist dann unser Garderobenschrank. Der ist von Ikea und wie ihr seht, passt er hier perfekt in diese Lücke rein. Den haben wir uns neu geholt und so sieht das dann von innen aus. Nicht so besonders aufgeräumt, relativ viele Mundschutzmasken, aber erfüllt seinen Zweck. Hier haben wir dann Jacken drin, Schuhe etc. Das ist auch schon die erste Tür. Das hier wäre eigentlich das Gäste-WC, allerdings nutzen wir das überhaupt nicht als Gäste-WC. Ich meine, jetzt gerade hat man ja auch nicht so wirklich Gäste und die Gäste, die da trotzdem bei uns vorbeikommen, sind halt für uns nicht mehr Gäste, die gehen halt bei uns aufs normale Klo. Und deswegen haben wir diesen Raum ein bisschen umfunktioniert und das ist jetzt hier unser Katzenbad. Wir haben hier einmal eine Katzenklappe reingemacht, die die Katzen auch sehr gerne nutzen. Ich kann euch jetzt einmal den Raum ein bisschen zeigen. Ein super und spektakulärer Raum. Kommt rein. Ja, ich war hier original 2 oder 3 Mal drin, denn Jonas hat Katzenklo-Dienst. Und hier steht halt nur so ein bisschen Zeug drin. Aber der Raum ist wirklich sehr, sehr unliebevoll gepflegt. Ich weiß nicht, wenn vielleicht die aktuelle Situation vorbei ist, wenn man wieder Gäste empfängt, pflegen wir diesen Raum ein bisschen mehr. Ansonsten besteht der Raum eigentlich nur aus Katzenklo und die haben hier noch einen Wassernapf. Bilder wären ganz nett für den Raum, aber das ist ja alles noch nicht so 1000-prozentig fertig, aber schon so gute 80%. Und neben unserem Katzenbad haben wir dann hier unsere Abstellkammer. Die beiden Räume sind genau gleich groß, das heißt, es ist schon eine relativ... Nee, ich glaube, die Abstellkammer ist sogar ein Tick größer, ne? Aber das sind die gleich. Auf jeden Fall ist eine sehr geräumige Abstellkammer. Wir lieben die und da passt so viel rein. Ich weiß, also, es ist schon ein bisschen schwierig, die jetzt zu zeigen, weil es nicht so aufgeräumt ist, aber... Oh wow, nee. Wir machen weiter. Und gegenüber der Abstellkammer haben wir dann hier einen riesengroßen Spiegel. Ich wollte schon immer einen großen XXL Prollo-Spiegel haben, so richtig schön mit Prollo-goldenem Rahmen und den Traum habe ich mir hier erfüllt. Und hier wären wir dann im Wohnbereich. Und was ich am meisten hier mag, ist die Decke. Das war das Hochzeitsgeschenk, was meine Eltern uns gemacht haben. Die haben quasi diese Decke hier geplant und die ganzen Materialien besorgt. Wir wollten nämlich als Hochzeitsgeschenke sehr kreative Geschenke. Und dann haben sie eben das hier für uns gemacht. Und Jonas und mein Papa haben es dann am Ende an die Decke gebracht. Und ich liebe das einfach. Man kann die Farben komplett individuell einstellen, also worauf man Bock hat. Überall sind diese LED-Streifen. Und ich packe euch mal den Link zu den LED-Streifen in die Infobox, weil wir haben in dieser Wohnung insgesamt, Achtung, 110 Meter LED-Streifen verbaut. Einfach weil wir Bock drauf hatten und wir das einfach mögen. Und das sieht abends immer so cool aus. Und diese ganzen LED-Lichter sind übrigens auch Smart Home mäßig connected. Also hier ist relativ viel Smart Home mäßig connected. Das ist cool und Jonas hat da irgendwie Spaß dran gehabt, deswegen hat er das gemacht. Auf jeden Fall, jetzt geht es weiter zu diesem Barschrank hier. Dieser Barschrank ist von Playboy, ja, von denen gibt es auch Möbel. Und das hier fanden wir die ganze Zeit so hässlich. Wir wollten das unbedingt überkleben, aber irgendwie gehört es mittlerweile voll zu dieser Wohnung und wir mögen das einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich euch so das Innenleben zeigen soll. Vielleicht blende ich euch hier was ein, weil ich möchte das Ganze hier nicht promoten. Aber Jonas ist recht gut, was so Cocktails angeht und hat auch so ein bisschen Plan und Ahnung davon und ist auf jeden Fall immer sehr lustig. Und dann habe ich noch so ein bisschen Wein, den Kylie Jenner Tequila und das da oben war ein Geschenk von Freunden. Die Giraffe hat sogar einen Namen, das ist die Heather. Und das hier ist dann unser Essbereich, den Tisch kennt ihr ja schon, den haben wir schon einige Jahre und mitgenommen, der erfüllt einfach so seinen Dienst und seinen Zweck. Dann haben wir hier wunderschöne Tankstellenblumen. Ich wollte die ganze Zeit so schöne, frische Blumen besorgen für diese Roomtour. Und der Blumenladen bei uns hat so wunderschöne Blumen und hat sonntags immer auf. Wir haben da sonntags schon so oft Blumen geholt. Und heute hat er natürlich zu. Aber wir waren für euch an der Tankstelle. Ich hoffe, das ist okay. Und das hier sind unsere Stühle.
Ich zeige dir mal, die finde ich richtig, richtig schön. Und die sind einfach so bequem. Und Leute, die sind immer noch sauber. Ich bin sehr stolz auf uns. Und die haben einfach wunderschöne Details. Die Stühle sind von Pure Velvet. Wir haben einige Teile von dort, weil die einfach so schöne Interior-Sachen haben. Zum Beispiel auch diese Lampe hier. Die finde ich auch so traumhaft schön. Und bei der bin ich mir absolut sicher, dass ich die nächsten Umzüge auch immer mitnehmen werde. Die wird später auch noch bei uns im Haus stehen. Ne? Da würde ich viel drauf verwetten. Das ist einfach mein Traum an Lampe in einer Lampe. Ich weiß nicht, ob jeder von euch Pure Velvet so kennt. Ich gehe da nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und hier haben wir dann eine Pflanze, bei der wir kläglich versuchen, dass sie irgendwie überlebt. Wir haben nämlich eine Wette geschlossen. Wenn eine Pflanze bei uns überlebt, dann reden wir über das Thema Kinderplanung. Aber sieht noch nicht so gut aus. Und dann haben wir hier auch eine Bilderleiste. Wir haben in dieser Wohnung super viele Bilderleisten. Ich habe allerdings die ganzen privaten Bilder mal abgenommen. Also die Hochzeitsbilder, Bilder von Jonas und mir, Bilder von unseren Familien, weil ich ja weder Jonas noch unsere Familien hier auf Social Media zeige. Deswegen wirkt das hier manchmal so ein bisschen leer und kahl an manchen Stellen. Nicht wundern. Aber ja, vom Prinzip her einfach Bilder mit goldenen oder weißen Rahmen. Hängen hier überall in der Wohnung rum. Und hier wären wir dann im Wohnbereich. Kurze Orientierung. Hier war der Essbereich. Und vielleicht noch so ein paar Hard Facts zu der Wohnung. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das hier ist eine 4-Zimmer-Wohnung. Wir haben über 100 Quadratmeter und noch einen wunderschönen Balkon dazu. Und wir sind umgezogen, weil die alte Wohnung ein bisschen außerhalb war. Und hier die Wohnung hat einfach eine bessere Lage. Wir sind relativ spontan auf diese Wohnung hier gestoßen und dann haben wir uns einfach direkt für die entschieden. Ich habe den Grundriss von dieser Wohnung gesehen und fand die einfach schon voll toll. So, okay. Und wir wohnen hier zu viert. Unsere zwei Jungs, die Katzen und mein Mann und ich. Ja. Sieht aber irgendwie aus, als würde eine Frau alleine hier wohnen, aber egal. Und das hier ist so das zweite große Highlight für mich in dieser Wohnung. Wir haben nämlich einen Ultra-Kurz-Distanz-Beamer. Und ich schwöre euch, das macht diese aktuelle Situation für uns einfach mal um 800% nicer, weil wir hier jeden Abend das absolute Kino-Feeling haben. Stellt euch mal ein, wie das dann so aussieht. Also wirklich mega nice. Das funktioniert echt gut. Dann habe ich hier einfach eine Kommode, unsere Musikanlage, nichts Spannendes, Spielekonsole und dann auch noch ein Kratzbaum für unsere Jungs. Das hier ist unsere alte Couch, die haben wir auch mitgenommen. Hier haben wir noch zwei Beistelltische, die sind auch von Pure Velvet. Richtig nice, denn die sind so Gold mit Spiegel. Die Kombination Gold mit Spiegel seht ihr hier sowieso sehr oft. Und diese Spiegeloberfläche sieht so schön aus. Vor allem spiegeln sich dann einfach immer die Serien da drin. Also echt, das ist schon nice. Allerdings kommt hier noch ein richtiger Couchtisch hin, weil das ja nur Beistelltische sind. Wir haben den Couchtisch auch schon bestellt. Den habe ich nur leider in der falschen Größe bestellt. Deswegen musste ich den jetzt nochmal neu bestellen. Und der kommt dann an, wenn er ankommt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall. Das wird noch ein bisschen anders aussehen, aber die Zwischenlösung ist trotzdem schon sehr nice. Hier haben wir noch ein paar Kissen, Puff, Teppich, das war's schon. Und hinter euch ist übrigens der Kratzbaum. Und dann haben wir hier noch unseren Balkon. Hier haben wir auch drei große Fenster, sieht auch sehr schön und hell aus. Den Balkon werde ich euch nicht zeigen aus Privatsphäregründen. Der ist aber genauso groß wie das Ankleidezimmer, das ihr gleich sehen werdet, dass ihr dann Orientierung habt. Auch gleich geschnitten, also komplett gleich. Und ihr werdet ein bisschen was davon in meinen Insta-Stories sehen, weil ich da ein kleines Makeover vorhabe. Also schaut da gerne vorbei, falls euch das interessieren sollte. Da haben wir nämlich auch vor, so Outdoor-LEDs zu machen und vielleicht eine Palme und sowas zu besorgen. Und weiter geht's dann jetzt in die Küche. Und hier haben wir dann unsere Küche. Zu der bekomme ich auch mal richtig viele Fragen. Die erste Frage, die ich sehr oft bekomme, ist, ob das nicht doof ist, dass der Herd hier ist und die Couch da. Nein, Leute, wir haben hier alles durchdacht, wirklich jetzt. Dieser Herd hat voll den krassen Abzug oder wie auch immer das heißt, so ein integriertes Ding hier. Und das funktioniert so gut, dass wir hier gar keinen einzigen Fleck auf dieser Couch haben. Ich habe das damals auch nicht für möglich gehalten, dass sowas funktionieren kann. Aber die haben uns das im Küchenstudio so erklärt und das ist die Wahrheit, das funktioniert. Und es ist super nice, dass wir jetzt unsere Couch hier so nah hinstellen können. Denn, ich zeige euch das mal, man kann nämlich diese Lehne hier umklappen und dann kann man sich hier einfach hinsetzen und hat so eine kleine Bar. Also es ist wirklich cool. Und dann haben wir hier quasi auch so ein bisschen so eine Live-Cooking-Station und wir haben hier eben auch so LEDs in der Küche, deswegen hat das auch so ein Bar-Feeling. Ich finde das auf jeden Fall witzig. Und die zweite Frage, die wir echt oft bekommen, ist, ob der Hahn nicht etwas dumm gebaut ist, weil er direkt vom Fenster ist, aber den kann man auch einfach umklappen. Also wir haben wirklich an jede Kleinigkeit hier gedacht. Und dann haben wir hier noch unser Baby. Ein Side-by-Side-Kühlschrank mit Eiswürfelspender. Und wir sind so happy mit dem, weil ich schwöre euch, unser Gemüse bleibt so lange frisch, weil der extra so ein Gemüsefach hat und so. Und das funktioniert auch. Also ja, wir sind sehr happy mit der Küche. Oben haben wir noch so Musikboxen, falls ihr euch fragt, was das ist.
gehen wir jetzt mal weiter in den Flur. Und das hier wäre dann unser Flur. Den liebe ich auch. Wie ihr merkt, an dieser Wohnung liebe ich echt viel. Und hier geht es dann zu allen weiteren Räumen. Und ich zeige euch dann jetzt als erstes mal mein Ankleidezimmer. Und das hier ist so meine Area. Also den Bereich müsstet ihr auf jeden Fall sehr von Instagram und TikTok kennen, weil ich hier relativ viel drehe. Also wir haben hier einmal, ach übrigens, sorry, dass sich die ganze Zeit diese Lichtverhältnisse so ändern und es so weird aussieht. Wir hatten eben im Wohnbereich mit Deckenlicht gefilmt, weil ich euch auch die Decke zeigen wollte und Tageslicht. Und dann wird das Licht in der Kamera immer super weird. Jetzt haben wir hier kein Deckenlicht an und jetzt ist es auch wieder komplett anders. Auf jeden Fall. Das hier ist einmal mein Schrank, den man so im Ankleidezimmer halt stehen hat. Der ist von Ikea. Und oben haben wir wieder so einen LED-Streifen draufgeklebt für so ein bisschen indirekte Beleuchtung. Da ist auch wieder jede Farbe möglich. Diese LED-Streifen verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das sind nämlich ein bisschen andere als die wir im Wohnzimmer haben. Weil die im Wohnzimmer, die sind halt gut zum Knicken. Und die hier kann man halt auch so gerade Flächen super kleben. Ja, dann habe ich hier einen Teppich. Dann habe ich hier meinen Schminktisch. Ich liebe ihn über alles. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Schreibtisch. Also wenn ihr einen großen Schminktisch sucht, sucht einfach mal nach Schreibtischen. Der ist aus so einem Hochglanzweiß. Ich finde den super schick. Dazu habe ich dann diesen wunderschönen Stuhl hier gewählt. Und auch noch diese Kommode. Die ist verspiegelt. Finde ich auch unfassbar schön. Der Tisch, der Stuhl und auch die Kommode sind alles Teile, die ich bei Pure Velvet gefunden habe. Wie ihr merkt, habe ich wirklich einige Teile von Pure Velvet. Also ich bin da richtig schnell fündig geworden. Da sind einfach so viele Teile dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem sind das auch einfach mal Sachen, die man auch so ein bisschen länger behalten kann. Und falls ihr Pure Velvet noch gar nicht kennt, bei Pure Velvet kann man auch VIP werden und da bekommt man dann exklusiven Zugang zu Pre-Sales. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, dass man dann die New Arrivals, also die neuesten Einrichtungsgegenstände, dann vor allen anderen shoppen kann und dann auch noch zum Pre-Sale-Preis. Und nachdem die New Arrivals dann im VIP-Club waren, kommen sie dann in den normalen Shop und sind dann für alle zugänglich, allerdings dann nicht mehr zum Pre-Sale-Preis und dann eben auch nur noch die Teile, die übrig geblieben sind. Denn einige Teile aus dem Pre-Sale sind nämlich auch limitiert. Zum Pure Velvet VIP-Club und auch zur Anmeldung kommt ihr einfach durch einen Klick auf dieses Kronen-Icon im Online-Shop. Also das werdet ihr schon finden. Und die Anmeldung geht super schnell und einfach und ist auch mit keinen Gebühren verbunden. Alle wichtigen Details und auch einen direkten Link zur Anmeldung zum VIP-Club findet ihr in der Infobox. Und über den Link kommt ihr auch zu einer Übersicht von all meinen ganzen Einrichtungsgegenständen, für die ich mich entschieden habe. Und da könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen und ein bisschen rumstöbern. Wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr fündig geworden. Dann habe ich hier noch verschiedene Spiegel. Einmal diesen Schminktischspiegel und auch diesen Ganzkörperspiegel. Die Spiegel haben wir uns jeweils einfach bei regionalen Gläsereien anfertigen lassen. Und ja, da kann man auch die Helligkeit verändern, Lichtfarbe und was man so als Influencer alles braucht. Dann habe ich hier noch einen Stuhl. Das ist so mein Klamotten, die ich morgen anziehe oder die nicht dreckig genug sind, um sie zu waschen und die man nochmal anziehen kann. Sammelstelle, Stuhl. Und noch eine Sache. Hier in dem Raum liegt auch immer mein Reifen rum. Also ich bin auch voll in diesem Hula-Hoop-Fieber. Ist hier genug Platz überhaupt? Ja. Also falls ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann könnt ihr euch sehr gerne meine Insta-Stories anschauen oder auch auf TikTok. Da erzähle ich euch ein bisschen was dazu und ob das Ganze auch was bringt. Und jetzt geht es vom Ankleidezimmer in das Badezimmer. Kommt mal mit. Also hier gibt es halt sowas von absolut gar nichts Spannendes zu erzählen. Der einzige Wunsch von Jonas für dieser ganzen Wohnung war eine Walk-in-Regendusche. Und den Wunsch hat er sich erfüllt. Fun Fact, ich war da tatsächlich erst nach so ein oder zwei Mal duschen. Ich bin halt eher so der Badewannenmensch. Und ja, ansonsten gibt es hier Deko, die Jonas absolut hässlich findet, die ich aber verteidige. Ich habe auch super viel Pampasgras hier im Bad. Allgemein in der Wohnung haben wir viel zu viel Pampasgras. Ich kann euch das auch sehr gerne mal verlinken. Also schaut einfach mal in die Infobox. Wir haben hier auch Spots an der Decke, das mag ich auch mal sehr gerne, wie im alten Bad. Hinter euch ist auch noch die Badewanne. Und ansonsten, ich glaube, ihr habt schon so gemerkt, dass wir nicht so die farbenfrohsten Menschen sind. Also wenn Jonas und ich eine Sache nicht mögen, dann sind das Wandfarben. Wir mögen alles immer sehr weiß. Es wurde bei meiner letzten Roomtour so halt kritisiert, dass es halt einfach so mega steril aussieht und alles nur weiß ist und es einfach aussieht wie im Hotel. Aber wir mögen das. Und jeder mag halt einfach anders wohnen und für uns ist das halt voll der Vibe, in dem wir uns wohlfühlen. Ja, Waschbecken, Spiegel, jo. Ich mag das Bad aber richtig gerne. Seht ihr auch super oft in meinen Insta-Stories. Und das hier ist dann unsere Badewanne. Die ist richtig schön groß. Ich bin ja groß, deswegen wollte ich auch eine sehr große Badewanne. Ich weiß nicht, ob das so wirklich rüberkommt, weil ich ja schon eigentlich groß bin. Aber in dieser Wohnung sind die Decken auch deutlich höher als normalerweise. Das finde ich auch richtig nice. Ja, wir gehen in den nächsten Raum. Und hinter dieser Tür hier verbirgt sich jetzt das Schlafzimmer. Und das ist auch, ich glaube, mein Lieblingsraum. Ihr könnt jetzt
auch sehr gerne mal reinkommen. Wir haben an dieser Stelle eventuell ein klitzekleines Problemchen, denn es ist sehr, sehr schwer, diesen Raum zu zeigen. Erstens, weil wir hier relativ viele Spiegel haben. Zweitens, weil wir euch hier definitiv nicht den Fensterausblick zeigen dürfen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Hier seht ihr dann erstmal das Bett. Da bekomme ich so viele Fragen zu. Also das gefällt euch anscheinend sehr, sehr gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Bett ist ein absoluter Traum. Ich finde es unfassbar schön. Ich habe mich richtig in dieses Bett verliebt. Das Bett ist von Möbella24. Das Modell heißt Liberty Samt. Ich habe es in der Farbe Altweiß. Und das hier ist die Größe 1,60 m x 2 Meter. Da bekomme ich auch so viele Nachfragen, ob das Bett nicht viel zu klein für uns wäre. Nein, wir haben immer so schmale Betten. Wir hatten früher sogar ein 1,20 m Bett. Das ist eine Sache, die kann ich bei Jonas tatsächlich auch nicht verhandeln. Also ich hasse diese großen Hotelbetten. Ich mag das einfach auch, wenn das Bett schmaler ist. Wir kommen sehr gut damit zurecht. Ich habe übrigens auch noch die beiden Katzen nachts Platz, wenn die hier schlafen wollen. Also ja, wir mögen das einfach so viel lieber. Ich packe euch den Link zu dem Bett in die Infobox. Und ich hatte auch schon mal einen Code bei Möbella24 und der ist immer noch aktiv. Ich habe das eben auch extra nochmal für euch getestet. Der lautet XLETTER10 und dann bekommt ihr dann 10% Rabatt auf alles. Und ich hoffe, jetzt ist eine der meistgestelltesten Fragen zu dieser Wohnung beantwortet. Die Beleuchtung hinter dem Bett gehört nicht zum Bett. Die haben wir selber gemacht, beziehungsweise Jonas. Das ist auch wieder so eine LED-Streifending da, was wir einfach da dran gemacht haben. Mit so einem extra fancy Klebeband, damit das auch an Stoff hält. Das ist übrigens auch der Lieblingsraum der Katzen. Also das hier ist Tabis absoluter Favorite Place. Ich weiß auch nicht warum, aber dieser Raum hat echt irgendwie etwas Magisches. Vor allem haben wir hier auch irgendwie den ganzen Tag Sonne. Obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, aber ich glaube, das liegt an den Spiegeln, weil irgendwie reflektiert hier immer Licht rein und es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Die Nachttische haben wir auch von Pure Velvet. Finde ich auch richtig, richtig schön. Und ja, ihr seht hier wieder Bilderleist. Die ganzen privaten Bilder haben wir wieder abgehangen. Und dann zeige ich euch mal die Schränke, weil das wird Jonas nicht hinbekommen können. Okay, ich versuche euch das jetzt einfach folgendermaßen zu zeigen. Also das hier vor mir ist ein Kleiderschrank. Das ist der alte Kleiderschrank, den wir vorher hatten. Allerdings haben die Fronten nicht so wirklich den Umzug überlebt. Deswegen haben wir uns neue Fronten geholt und das sind so Spiegelfronten. Mensch, Tabi, warum gehst du? Auf jeden Fall. Auf den Schränken haben wir auch nochmal eine Beleuchtung. Und gespiegelt in Schrank Nummer 1 seht ihr Schrank Nummer 2. Ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt zeigen kann. Oh, doch, so geht es. Da erkennt ihr ihn. Das ist einfach genau der gleiche. Nochmal ein zweites Mal hier in diesem Raum. Und da seht ihr dann auch schon wieder die Tür. Also einfach ein quadratischer Raum, den wir sehr gut genutzt haben, finde ich. Jetzt auch schon die letzte Tür. Leute, mir ist jetzt auch aufgefallen, natürlich beim letzten Zimmer, dass ich eigentlich für dieses Video ein etwas schmeichelnderes Outfit hätte wählen können. Manchmal sieht es ein bisschen komisch aus, nicht wundern. Das steht hier ein bisschen komisch ab. Okay, das hier ist Jonas Arbeitszimmer. Der Raum besteht eigentlich aus verschiedenen Schränken. Das sind auch alte Schränke, die wir mitgenommen haben, außer einer, den haben wir uns neu geholt. Wir haben hier eine Kommode, Drucker. Das sind drei Städte, die eine sehr, sehr besondere Bedeutung für unsere Beziehung haben. Deswegen hängen die hier. Ja, der Schrank, den haben wir, ich glaube, der ist noch aus der allerersten Wohnung. Also hat auch schon einiges miterlebt. Genauso wie der Schreibtisch von Jonas. Das ist übrigens eigentlich nur eine Küchenplatte, bei der wir dann vier Beinchen drunter geschraubt haben. Und den haben wir auch schon seit der allerersten Wohnung. Also der begleitet uns auch schon sehr, sehr viele Jahre. Und das ist so Jonas Arbeitsbereich und Arbeitsplatz. Und ich bin hier ungefähr genauso oft wie im Gäste-WC, also quasi nie. Und ja, hier, das hat der sich so alleine eingerichtet. Ich habe geholfen, den Teppich auszuwählen. Und ich habe ihm diese Kommode hier aufgequatscht, weil ich das hier unten voll schön fand und es dann etwas harmonischer sich so in die ganze Wohnung fügt. Und hier haben wir dann noch so eine große leere Wand und die haben wir dann vollgepackt mit persönlichen Bildern von uns aus unserer Beziehung. Familiäre Geschichten, bla bla bla, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber das ist ganz schön und gut gelöst, weil ich natürlich in diesem Raum nie filme und deswegen haben wir auch nicht so die Gefahr, dass ich dann aus Versehen irgendwelche Bilder leake. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie euch unsere Wohnung so gefällt. Wir fühlen uns hier wirklich zu 100% wohl und natürlich ist es auch sehr schön, während so einer Zeit ein Zuhause zu haben, in dem man gerne rumhängt und irgendwie haben wir das für uns persönlich sehr optimal gestaltet. Jeder hat da ja eben andere Bedürfnisse und wir feiern es auf jeden Fall. Also wirklich, ich verbringe hier sehr gerne sehr viel Zeit und fühle mich hier sehr wohlgeborgen und sicher. Falls ihr Fragen habt, woher gewisse Teile sind, dann schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine Insta-DM. Aber schon mal so als Info, super viele von den Kleinigkeiten, von den Dekoartikeln haben wir bei Amazon bestellt oder zum Beispiel auch bei West Wing. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne auf das i klicken für weitere Videos von mir oder ihr könnt euch eins von diesen beiden hier anschauen. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren. Und wir wünschen euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag. Tschüss!